Schwalbini ist ein Pokémon mit den Typen Normal und Flug, existiert seit der dritten Spielgeneration und kann sich selbst zu Schwalbers weiterentwickeln. Schwalbini ist ein kleines schwalbähnliches Pokémon, welches hauptsächlich dunkelblau, weiß und rot erscheint. Sein Gewicht sowie ein V-Muster auf seiner Brust sind rot gefärbt, der Bauch und die Innenseite, der Flügel dagegen weiß. Das übrige Gefieder und die Füße sind dunkelblau gefärbt und der Schnabel gelb. Das auffälligste Merkmal sind die schmalen, gegabelten Schwanzfedern und das Pokémon hat einen runden Kopf und große dreieckigen Augen, die aus weißer Lederhaut und schwarzen roten Pupillen bestehen. Der Schnabel ist kurz, aber dafür sehr breit. An den Seiten wachsen die langen Flügel und die kleinen Füße sind mit krallenbewehrten Zehen ausgestattet. In der Shiny-Form geht das Gefieder leicht ins Grünliche und die sonst roten Bereiche sind nur orange gefärbt. Schwalbini zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit sowie vergleichsweise hohe Körperkraft aus, ist jedoch eher zerbrechlich. Seinen Feinden drückt es mit Flugattacken wie Schnabel, Aeroass oder Sturzflug oder Normalattacken wie Notsituation zu Leibe. Sein hohes Tempo zeigt sich in Agilität sowie Ruckzuckhieb. Seine Fähigkeit Adrenalin sorgt dafür, dass seine Angriffskraft steigt, wenn es an einer Statusveränderung leidet. Wenige Exemplare besitzen die versteckte Fähigkeit Rauflust, die auch sein kompetitives Wesen anspielt und es ihm ermöglicht, auch Geister-Pokémon mit Normal- oder Kampfattacken zu attackieren. Schwalbini ist hauptsächlich in den warmen Gefilden der Hönnregion heimisch, wo es bewaldete Regionen und offene baumreiche Graslandschaften bevorzugt. Es ist Kälte gegenüber empfindlich und ist in kalten Jahreszeiten stetig auf der Suche nach wärmeren Gebieten, wobei es bis zu 300 Kilometer am Tag zurücklegt. Das Schwalben-Pokémon gilt als mutiges und furchtloses Pokémon, welches sein Territorium auch gegen starke Eindringlinge wie Panzeiron nachdrücklich verteidigt. Auch bei einer Niederlage bleibt es aufmüpfig und angriffslustig. Hunger und Einsamkeit jedoch verträgt der kleine Vogel, der gerade erst sein Nest verlassen hat, nicht. Dann ist bisweilen ein lautes Heulen von Schwalbini zu hören. Es ernährt sich hauptsächlich von Käfer-Pokémon wie Wampel. Dabei ist Schwalbini der erste Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich in den Spielen der Hauptreihe auf Level 22 zu Schwalboss weiter. Die weißen Federn am Bauch, die roten auf der vorderen Oberseite und die blauen Federn am Rest des Körpers, welche die Hauptcharakteristika von Schwalbini darstellen, werden nach der Entwicklung beibehalten. Mit der Entwicklung wächst Schwalbini enorm und auch das Gewicht erhöht sich um mehr als das Achtfache. An Schwalboss Hinterkopf wächst ein Federkamm. Die Flügel werden breiter und kräftiger und ermöglichen dem Pokémon wirkungsvolle Flugattacken. Durch diese Veränderung nimmt es die Züge eines Raubvogels an und wirkt anmutiger. Mit der Typenkombination aus Normal und Flug ist Schwalbini immun gegen Boden- und Geistattacken, nimmt halben Schaden gegen Pflanzen- und Käferattacken, doppelten Schaden gegen Elektro-, Eis- und Gesteinsattacken und der Rest macht normalen Schaden.